Jetzt wird eine Wetterfee für einen Tag lang zum Möbelpacker. Das ist ein Experiment. Hier kommt sie, Andrea Kemter, prominent, hübsch und sehr schlagfertig. Und das ist ihr neuer Chef. Gotschi heißt er, ein Schrank von einem Mann, der ebenso kernige Sprüche auf Lager hat. Ob Andrea das durchsteht, unser Jobtausch extrem in einer Männerdomäne. 7 Uhr morgens. Die Jungs von der Umzugsfirma sind nervös, denn heute kommt die Neue. Und dann auch noch zu spät. Antreiber der Truppe ist er, Gotschi, genannt Treppenterrier. Und da erscheint Andrea Kemter endlich zum Dienst. Morgen, die Herren. Ich bin die Neue. Ich helfe euch heute und suche den Gotschi. Die Gotschi kann es nicht sein. Moin. Du bist Gotschi? Ja. Du bist mein Ansprechpartner heute. Bin genau. Ich Andrea. Genau. Aber so nicht viele Büffchen, Mädel. Da gehen wir mal rein. Ja. Okay. Gut. Antreten zum Umziehen. Ja, sieht ja richtig geil aus. Und? Aber ist die Schuhe. Die Schuhe müssen anbleiben. Ich hab immer Cowboystiefel an. Gotschi, bitte. Bleibt der gut auf? Der bleibt auf, ja. Ehrlich? Ja. Los geht's. Andrea lernt gleich das wichtigste Werkzeug des Möbelpackers kennen. Kommt jetzt mit mir mit. Okay. Auf Moppel. Andrea, schnapp dir mal so einen Moppel. Ein was? Moppel. Ein Moppel? Was ist das? Oder kannst du Hund zu sagen? Ah, okay. Und dann kommst du rein hier. Okay, Moppel geschnappt. Moppel geschnappt, Kiste gepackt, aber etwas schwerer als gedacht, das Ding. Aber ein Moppel ist natürlich gut. Das ist schwer. Promi- oder Frauenbonus gibt's bei Möbelpackern nicht. Gotschi treibt Andrea ordentlich an. Oh Gott! Es ist kein Frauenjob. Es ist keiner und es wird auch keiner. Unter der großen Last verwechselt die Schöne dann auch noch Gotschis Namen. Peinlich, peinlich. Das ist ja die Krönung. Tut mir leid, Gotschi. Mopf. Ich hab so Gotschi Mopf gesagt. Diesen ganzen Moppel und Schnappel und Poppel hier kommt man auch durcheinander, Mensch. Ich nehme nur noch leichte Sachen. Blätter oder so. Andrea, ich hab Kaffee für dich. Möchtest du auch einen Schluck? Gerne. Aber ich spuck mir rein. Danke. Da muss ich die Tasse. Die bewegt sich auch kaum. Muss ich mal ein bisschen mehr. Lofe. Muss man sich zügig. Ja, nur zügig einsteigen. Hopp. Hopp, ein ganz ungewohnter Ton für Andrea. Aber Gotschi hat Zeitdruck. An der Entladestelle wird der Ton noch rauer. Jetzt ist der Spaß vorbei mit ihr. Jetzt wird sie voll rangenommen. Ich hab die Schnauze voll. Das geht jetzt nicht mehr so. Und dann die Mütze ab. Nee, die Mütze bleibt auf. Mann. Pech gehabt. Dafür sind jetzt nämlich die schweren Brocken dran. Hast du? Ja. Was auch nicht. Ich hab ihn. Aber nur in den ersten Schuss. Ja. Tiefer. Tiefer. Alter. Wo bin ich? Neue Schule von Frau Kemper demoliert. Oh. Ich meine, die Jungs sind super nett. Ist wirklich ein tolles Team, aber das ist schwerste Arbeit. Also ich bin ja ein Hänfling gegen die. Das sind ja alles solche Brocken. Schabadab. Doch Gotschi hat noch eine Überraschung parat. Nacktaufnahme von dir. Ist okay, wa? Was ist denn das? Ja, was ist das für eine tolle Frau? Das war der Hammer. Das bist du doch. Guck die mal an. Klar will ich das. Wahnsinn. Und ich habe kleinere Brüste als du, stelle ich gerade fest. Dann kannst du auch ein paar Nacktaufnahmen mal machen, oder? Kannst du mit der Brust wackeln? Ich kann nur im ganzen Arm wackeln. Du strahlst ja noch. Ja. Dann gleich nicht mehr. Wer strahlt, hat noch Power, meint Gotschi. Andrea soll mal fühlen, was ein richtiger Möbelpacker-Muskelkater ist. Ende. Mag nicht mehr. Jammern und Schmollen hilft hier nicht, denn das dicke Ende kommt noch in Form eines schweren Schranks. Okay, jetzt. Wo hast du? 1, 2, 3. Boah. Sag mal, ihr seid ja Hilfe. Da geht doch. Der ist sich tot. Ich hab Rücken. Aua. Oh. Gott, auf deiner Seite ist ja leichter. Ich weiß es. Aua. Knapp 20 Meter schafft Andrea, dann gibt sie endgültig auf. Trotzdem sind die Jungs mit ihr zufrieden. Andrea war super, hat Spaß gemacht, war richtig geil mit ihr. Ja, war lustig. Auch Andrea Kemter fand's eigentlich ganz lustig, nur auf den Muskelkater morgen, auf den freut sie sich gar nicht. Genau.
Das wird mit Sicherheit hart.